Wäre es besser gewesen, du wärst von diesem Wissen verschont geblieben? No, it. I am glad to have walked this far with you, seen this truth. Nein, du, es klingt kalt. Ich bin froh, mit dir so weit gegangen zu sein, diese Wahrheit gesehen zu haben. Perhaps it was what I was meant to see, with a watcher's eyes. Vielleicht ist es das, was mir vorbestimmt war, zu sehen. Er schaut dich argwöhnisch unter seinen Augenbrauen an, mit den Augen eines All Wächters. these dances of words and intrigues, machines of men, twisted, ripping the souls of children, and by the gods, the goddess of justice. If I could end her like Aethys, I. Margrin burned her once. One can do so again. All dieses Herumgetanze mit den Worten und Intrigen, verdorbene Apparate der Lebenden, zerreißen die Seelen von Kindern. Und auf Geheiß der Götter, der Göttin der Gerechtigkeit. Wenn ich sie nur wie Eotas erledigen könnte, er atmete ein und kneift die Augen zusammen. Margaret hat sie schon einmal verbrannt, das kann auch wiederholt werden. Boudicca, she must answer to her own justice. Sein Gesicht verdunkelt sich. Mordecai, sie muss ihrer eigenen Gerechtigkeit Rechenschaft ablegen. Gerechtigkeit oder Rache? Anyone with a shred of spirit seeks both justice and punishment. It burns in the heart of anyone who lives. All seek it. If the world does not balance, we all drown in the oceans. And the gods would not care. Margrin, she must be redeemed. And punishing Woodica, that will serve. Jeder, der auch nur einen Seelensplitter in sich trägt, sucht nach Gerechtigkeit und Bestrafung. Der Drang entspringt im Herzen jedes Lebenden. Du rüttelst die Stirn und ballt die Fäuste. Alle suchen danach. Wenn die Welt nicht im Gleichgewicht ist, werden wir alle im Meer ertrinken und den Göttern wäre es gleichgültig. Magran, sie muss erlöst werden und die Bestrafung Boikas, das wird ausreichen. Woher wissen wir, dass Magran nicht eine willige Komplizin war? Du schaut dich einen Moment lang an. Dann zieht er seine Lippen zurück und fletscht die Zähne. Ist das ein letzter Scherz auf meine Kosten? Etwa um meinen Glauben noch mehr auf die Probe zu stellen? Er lacht laut und barsch. Und warum würdest du das denken, Wächterin? Ich bin mir nicht sicher, ich habe so ein Gefühl. Weil sie niemand anderem wissen lassen wollte, wie der Götterhammer gebaut wurde. Außer ein paar von Markrats Gläubigen, wie dir selbst, weiß niemand, wie er entstanden ist. Du sagtest, du hättest Aschfall verlassen, ohne irgendjemandem von deinem Aufbruch zu erzählen. Nehmen wir mal die If zwei. all you have are questions, then I have enough of those. She is a bitch of a goddess, to be sure. But even a whore only goes so far in crossing those she serves. Du uns runzelst die Stirn, und dass er dich anstarrt, er stirbt sein Lächeln. Wenn du nicht mehr als Fragen zu bieten hast, dann habe ich genug davon. Sie ist eine wahre Schlampe von Göttin, so viel ist sicher, aber selbst eine Hure kennt Grenzen dabei, die ihr dienst und hintergehen. Du sagtest, du hättest Aschfall verlassen, ohne irgendjemand von deinem Aufbruch zu erzählen. You answer a question with a question. Then why did I feel her disappointment at Halgott? Why were we shamed? Ein Moment lang ist Durin still und als er widerspricht, tut er dies langsam und mit leiser, fast vorsichtiger Stimme. Du beantwortest seine Frage mit einer Gegenfrage. Er runzelt die Stirn. Und warum spürte ich dann bei Halgord ihre Enttäuschung? Warum wurden wir bloßgestellt? Weil ich denke, dass sie versuchte, dich dort zu töten. Durin schaut dich einen Moment lang an, als seist du verrückt. Dann zieht er seine Lippen zurück und fletscht die Zähne. Mich töten? Er lacht laut und harsch. Sie ist eine Göttin. Ich trinke immer noch von ihren brennenden Brüsten, Wächterin. Sein Gesicht brennt und seine Hand festigt ihrem Griff um seinen Stab. Wenn sie meinen Tod wollte, könnte ich mich zu meinem Ursprung zurückverfolgen und mich umbringen. Könnte sie mich zu meinem Ursprung, das sollen sie kein sich sein. Im Traum über dem Götterhammer sah ich eine Seele im Licht verschwommen und undeutlich, als ob sie von dir getrennt worden wäre. Du starrst dich mit frorenem Gesichtsausdruck an, aber er bleibt still und hört zu. Wenn du verwundet worden bist, wie ich es in der Götterhammer-Vision sah, dann kann sie dich vielleicht nicht mehr so sehen, wie du einst warst. Doris wendet sich einen Augenblick von dir ab, sein Gesicht wird nachdenklich. Widersprüchliche Emotionen spiegeln sich in seinen Zügen wider. Schließlich wendet er sich dir zu, sein Gesicht ruhig und gefasst. Es gibt keine Beweise, Wächter. Ich war nur ein Narr, zu glauben, du könntest mir helfen, weiterzusehen.
Ich bin mir nicht sicher, ich habe nur sein Gefühl. That is all you have, a feeling. If feelings provoked me to say every thought that crossed my mind, get gone and leave me to my thoughts. Duns lacht abermals. Das ist alles, was du hast, ein Gefühl. Er knurrt wütend. Wenn mich Gefühle dazu provozieren würde, jede Gedanken auszusprechen, der mir in den Sinn kommt, er schüttelt den Kopf. Verschwinde und lass mich mit meinen Gedanken alleine. Okay, wir haben noch nicht genug, was wir Duns sagen können. Zum Thema Markgraden. So, das heißt, wir reisen jetzt erstmal nach Khet Noor zurück. It keeps coming along nicely. Die Reparatur der Burg geht gut vonstatten. Oh, wir werden bald angegriffen. So, wie sieht's hier aus? Ein Tag, 4 Stunden. Wir machen mal kurz einen Quicksave hier. Dann würde ich gleich den Angriff, den wir haben, eh schon lösen. Aber ich würde gerne mal wissen, worauf ich nie geachtet habe, ob wir dann wirklich mehrere Tage in die Zukunft springen. Weil das wäre dann schon bekloppt. Wenn wir jetzt 6 Tage in die Zukunft springen würden. I shall deal with this one. Okay. So, mal kurz gucken. Das war jetzt gerade... Ja, 3 Monate, 4 Tage, 19 Stunden. Da hat sich also gar nichts dran geändert. Absolut. Meine Güte, oh, jede Menge Geld. Und Zeug. Das ist ein Trank. So, wieder mehr Geld für unsere Staatskasse. Handschuhe der Trauer. Leugnen, Zorn, verhandeln. Akzeptanz. Okay, das ist ziemlich interessant. Wer hat denn noch keine Handschuhe? Jeder hat Handschuhe. Okay.
So, das heißt, wenn wir mal kurz gucken, wir haben jetzt noch Kopfgelder. Talholz. Magrans Gabelung und Schwarzauen. Also, Schwarzauen, Magrans Gabelung, Talholz. Und dann wieder zurück nach Ketnua. Mhm. Jetzt aber erstmal rasten. So. Deine Augen öffnen sich zu einer vertrauten Szene. Du sitzt mit dem Stab über seinem Schoß auf dem Boden und auf einer Seite des Stabes lodert eine bösartige Flamme. Es ist nur schwer zu erkennen und seine weichen Gesichtshöhlen scheinen ineinander zu verschwimmen. Der Stab aber, dessen Einkerbung in einem geschmolzenen Orange leuchtet, kannst du deutlich erkennen. Obwohl du Dorins Gesicht nur schwer erkennen kannst, hat er einen unverkennbaren harten Gesichtsausdruck und seine Stirn ist gerunzelt. Seine leise, unverständliche Stimme zischt und stottert, als ob er ein Streitgespräch mit dem Stab führen würde. Im Feuerschrank kannst du einzelne Speicheltropfen erkennen, als sie wie Funken von seinen Lippen fliegen. Und zu deiner Überraschung steht hinter ihm eine weibliche Gestalt. Du willst schon einen Warnruf ausstoßen, als du in der Gestalt die Magran-Statue bei der Gabelung erkennst, wo du uns getroffen hast. Und dennoch, einen Moment lang schien sie fast lebendig zu sein und der Schatten, den sie warf, schien sich zu bewegen, voll zu sein. Dann aber ist er wieder still und gefroren mit der Nacht im Rücken. Den Stab untersuchen. Einer der Symbole hat etwas Merkwürdiges an sich. Ein Kreis auf 12 kleineren Kreisen. Einer der kleinen Kreise leuchtet hell, die anderen 11 aber geben kaum Licht ab. Sie flackern und verblassen wie erkaltete Kohle. Zwischen seinen zischenden Flüchen geht Durns mit dem Gesicht nah an den Stab heran und pustet mit panikartiger Hast auf die verblassenen Kreise. Diese leuchten dadurch etwas heller, entzünden sich aber nicht. Die Kreise erlöschen einen nach dem anderen und von ihrer Asche steigt Rauch auf. Nur einer brennt immer noch. Durns schleudert den Stab vor seine Füße, als er klappert auf den Boden aufschlägt. Seine Konturen sind dabei unscharf geworden, sind nur noch schwer zu erkennen. Genau wie sein Besitzer ist der Stab zu einem Schemen geworden. Du schießt deine Augen, dass er die wieder öffnet, siehst du Durns, der seinen Stab vom Boden aufhebt. Der verschwommene Eindruck aber ist verschwunden und du bist wach. Gut, mit Dovens können wir reden, wenn wir die Kopfgelder gemacht haben. Ich werde mich nämlich jetzt erstmal rein um Kopfgelder kümmern. Wenn ich mich um die Kopfgelder gekümmert habe, kümmern wir uns um Otnua. Wenn wir uns um Otnua gekümmert haben... Looks a little healthier than before. Wenn wir uns um Otnua gekümmert haben... Oh, ich habe schon wieder jede Menge Leute verloren. Ich muss aber sagen, es ist ein bisschen doof gelöst. Steuern kriege ich nur, wenn ich Quests erledige. Aber meine Ritter muss ich regelmäßig bezahlen. Also in den Schwarzauen müssen wir etwas vernichten. Ganz ehrlich, wie sind eigentlich jetzt so meine Reputationen? Bei Reißzähne bin ich schwach gemischt. Da bin ich Meister. Ich bin in Trutzbucht Meister. Ich bin Verteidiger in Goldtal. Ich bin Meister in Dürfurt.
Held den Zwillingsohm, Meister bei den Schmelztiegelrittern. So, wen soll ich hier nochmal jagen? Das ist der Waldlaurer. Hallo. Hallo. Automatische Pause, Feind gesichtet, aha. Shot this.